sich ja heute richtig. Ja. Ich meine, gut, die Sachen werden auch immer teurer. Ja. Was ist denn das für ein fieses Zeug? Baumstämme. Oh. Blub. Das sah jetzt gerade im benebelten Zustand sehr interessant aus. Auf jeden Fall. Ich werde trotzdem noch einmal versuchen, dahin zu kommen. Eben, es wird garantiert irgendwas verstecken. Das ist jetzt mein neues Fitnesstraining. Ja. Baumstamm laufen. Ist gesund für alle. Katzen. Für den Hund, für die Katze. Und für die Oma. Yay! also für die Oma ist es bestimmt nicht gesund. Ach, die Oma soll sich mal nicht so haben. Hallo, ich möchte speichern. Und vor allem möchte ich aufladen. Na gut, dann eben nicht. Willkommen bei chinesischen Laternen. Möchten Sie Ihr Guthaben aufladen? Chinesischen Laternen? Ja, sicher, sind doch deine Speicherpunkte. Ach so. Genau, wenn du so machen musst. Okay, nicht ertrinken. So, so ist brav. Guck mal, ist dein Lieblingsspiel. Ich hasse es. Das ist ja noch nicht so hart. Diesmal kannst du wenigstens schwimmen zwischen den Plattformen. Okay, die Strömung scheint aber zu stark zu sein zum zwischen den Plattformen springen, schwimmen. Schildkrötenfunk. Na dann mal los, ihr Nieten. Hallo, seht ihr dieses Plüschtier an? Der weiß doch gar nicht, was ihn erwartet. Ratzo, sichere die Festung. Bitte? Ich habe gar keine Ahnung, wo die herkommen wollen, aus dem tiefsten Schwabenlande. Sichere mal die Festung. Diese Götze da reingeht, ne? Hör zu, du kannst kein Schwäbisch, also lass es besser. Die können auch kein Schwäbisch. Ja, aber denen kann ich nicht sagen, dass sie es lassen sollen. Kann ich nur verprügeln. Landen. Dann habe ich die Kombo und dann geht das wieder besser.
Oder ich sterbe. Das kann natürlich auch passieren. Ich sterbe. Ja, passiert. Ist das beabsichtigt, dass du mit den Krallen kämpfst? Aber die haben gesagt, Krallen werden gut gegen... Ungepanzerte Gegner. Ungepanzerte. Mit was kämpfe ich? Mit den Krallen. Nicht mit dem Schwert. Richtig, aber die sind doch gepanzert. Ja, also bin ich mit dem Schwert besser aufgehoben. Ja, und du hast die Krallen gehabt. Geht tatsächlich mit Schwert ein bisschen besser. Ja. Ja, ich dachte, ich frage mal nicht, dass du irgendeine höhere Strategie verfolgst. Strategie? Ich? Manchmal hast auch du Strategien. Selten. Deine Strategien sind meistens zwar sehr offensiv, aber du hast manchmal Strategien. Ja, manchmal klappt's. Ah, meine ganzen schönen Münzen! Und wieder bewahrheitet sich, Kai wird besser, je schlechter sie geht. So what? Das ist kein Problem, das ist eine Gabe. Hier gibt's bestimmt noch eine... Katze? Denn auch ein Upgrade für deine Klauen? Vielleicht auch. Eine Tür, die sich hinter dir schließt? Was für ein abgedrehtes Schloss ist da eingerastet? Was sollte ich mir ansehen? Ah, mir geht's gut. Hey Jungs, ihr habt nicht zufällig einen Schlüssel für die Tür da oben? Hey Kumpel, wer bist du denn? Ich bin der Schlosser. Soll eure Tür reparieren. Ich brauche den Schlüssel zu der Tür da oben, guter Freund. Findest du das lustig oder was? Oder was? Was hältst du das sind keine Schwaben mehr. Findest du das lustig oder was? Ey, pass auf, lach nicht, sonst hol ich meinem Bruder. Aber ich finde es gut, dass die Schildkröten so eine diverse Kultur haben. Ja, ne? La 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 la. Also die Schildkröte ist hinüber. Ja. Und zwar ganz eindeutig. Bomben? Ja. Geld? Leben? Noch mehr Bomben? Nee, das war nicht ein Trank. Okay, Trank kann ich auch mitleben. So, mal gucken, da geht's nach oben. Richtig, da haben sie dich gerade eingesperrt. Ja.
Es geht aber weit nach unten. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Schildkröten so tief buddeln. Oh Gott, die Katze wird da niemals durchkommen. Ja, ich brauche ein spezielles Amulett. La, 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 la. Also das hier ist so ein Schneckengang. Ja, ja, vielleicht kommst du da ins Dämonenreich, wer weiß das schon. Auf jeden Fall bin ich oben angekommen und war schwindelig. Ich bin in der Küche. Gut, die hat auch so ein Amulett-Schlüssel. Ja. Truhe. Truhe. Magie-Container. Klar, den hätte ich auch in der Küche platziert. Na klar, ist Kochen nicht höhere Magie? Auf jeden Fall. Also gut kochen. Okay. Lagerraum. Aufzug. Ich gehe nochmal zurück in den Lagerraum. Ja, guter Plan. Da komme ich von woanders her rein. Das ist eine Jade-Rüstung. Ich wollte gerade sagen, das ist mal eine Rüstung. Und da ist eine Truhe und da sind Krüge. Gucken wir mal, ob der Aufzug irgendwie aktiviert gerade bekommen. Na gut, ich habe ja noch einen Gang. Richtig. Mindestens. Aber den Speicherpunkt in der Küche, den finde ich gut, den finde ich nett. Den muss ich mir merken. Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, es hat gespeichert. Richtig, ich schaue, es wäre vielleicht so ein Automatisch. Steck eine Gabel rein, Panzerjunge. Steck eine Gabel rein, Panzerjunge. Also das war dann mal ein... Okay, ich meine, du bist ein echt netter Kerl, aber manchmal verstehe ich nicht, wovon du redest. Das ist Kay, das ist so eine Katze, die ist auch irgendwann mal... Was haben die denn da für Booster an der Wand? Achso, das ist die Sportart, klar. Mal da, wir haben einen Sparringspartner. Mach schon, Karl. Wer will den Aufzug aktivieren? Lass es nicht zu! Warte, sperr den Aufzug ab! Wer will den Aufzug aktivieren? Böse, böse. Diese böse Aktivierungskatze. Nee, warte, die Aktivierungskatze haben sie gerade weggesperrt. Ja. Jetzt kommen gleich wieder ganze Programm an Wächtern. So, das ging aber ganz gut. Ja, das ging flott. Die zweite Runde ging echt flott.
ey, wieso hast du eigentlich den Magiekern nicht mitgenommen? Beim Magiezerblättern. War es wahrscheinlich zu weit von weg. Zu weit von weg, ein sehr guter Adliger. Hat unter anderem das Schildkrötenfort gebaut. Mhm. Ein Visionär, der Mann. Auf jeden Fall. Aber ich finde es sehr schön, dass der Mann das Ganze alles immer in Katzenform macht. Ja, ja, passend. Ist ein sehr großer Katzenfreund gewesen. Was ist denn das für ein Riesenkatzenfort? Wahrscheinlich muss ich das hier sogar alles machen. Ja, wahrscheinlich bist du genau richtig gelaufen. Ja, da so ein Aufzug hoch zu oder sowas. Möglich, ich wollte aber nochmal zur Küche, um zu speichern. Richtig. Ja, hier ist die Küche. Hier kann ich speichern. Ich würde hier gerade mal interessieren, wenn du nochmal in die Küche zurückgehst. Wenn du jetzt wieder nach unten zum Aufzug gehst, wenn der jetzt weg ist, was ist da? Vielleicht haben die da irgendwas versteckt. Möglicherweise den Zugang zu dem anderen Lagerraum. Ja, aber etwas, wo ich nicht weiterkomme, weil ich die Tür nicht habe, den Schlüssel nicht habe. Ja. Oh, dann wissen wir das wenigstens schon mal. Ja. Und ich vermute, da komme ich dann hier den Gang hoch. Ja. Okay, dann gucken wir doch mal. Und inzwischen habe ich eine Karte. Oh, ja, Tatsache. Das Schildkrötennest. Oh, gut, dass wir auch in der Cutscene einsammelt. Ih, was für ein Gestank. Da drin raucht's ja richtig. Aha, ein Störenfried. Werfen wir dieses Feldvieh über Bord. Genau, werft das Feld hier über Bord. Ihr seid nicht mal auf einem Schiff. Gut, aber lass mich erst noch ein paar Sachen einsammeln. Okay, da ist die Kröte. Okay, zwei Truhen. Katze. Jetzt. Wo ist die nächste Truhe? Ah, noch zwei Truhen. Im nächsten Raum vielleicht? Ja. Noch so ein Stärke-Stärke-Trank oder so. Ja. Den ich nicht mitnehmen kann, weil ich zu viele davon habe. Und der jetzt dann auch entsprechend gleich weg sein dürfte. Ey! Jetzt habe ich den mit Magie kaputt gemacht und wo sind meine wunderbaren Kristalle hin? Die waren heute nicht da. Merke ich. Rüstungskampf. Nett. Allerdings glaube ich, Schildkrötenrüstung steht mir nicht. Ach, wieso?
So eine Katze mit einem Schildkrötenpanzer am Rücken? Ich sag dir, die Leute würden zahlen, um das zu sehen. Ja. Aber ich glaube, die zahlen nicht gut genug. Ja, okay, dann. So, jetzt sind wir hier wieder in der Sportarena. Karten aktiviert. Irgendwo hat es ja noch einen Gang, ne? Ja. Einmal in der Küche vorbei. Ja klar. Mal gucken, ob die was Leckeres Neues haben. Da. Da. Und da. Und da. Ach guck mal, ist der Aufzug hier. Mhm. Ei, schützt die Brücke! Wo seid ihr hin? Außerdem schützt die Brücke. Es ist ein Aufzug, keine Brücke. Ja. Ich meine, gut, ich hätte jetzt mal gucken können, was passiert, wenn ich versuche, hier einfach so durchzulaufen, ob die mir dann hinterher rennen. Denn da haben sie mir jetzt nicht explizit gesagt, ausgangsblockiert. Stimmt. Konnten sie auch nicht. Sie hatten ja keine Ratten. Keine magiebegabten Ratten. Richtig. Ich hab das Amulett! Ja, super! Ich habe die Aufgabe gelöst. Ich kann jetzt überall eindringen und ausdringen. Rauskommen. Ich kann ausdringen. Lassen Sie mich mehr durch. Es ist dringend. Ich muss hier raus. Es wird alles nochmal abgehen. Ja. Wahrscheinlich mega gute Belohnungen einheimsen. Will ich hoffen. Tief genug und weitläufig genug ist das Ding hier. Und ihm ist schwindelig. Da geht's zum Grünen Kreuz, also da wärst du richtig. Okay, werd noch mal ein bisschen schwindelig. Ja. Okay. Das ging diesmal. Nicht mal mein Ohr. Er gewöhnt sich langsam dran. Hin und wieder. Gut, dann gehen wir nochmal zur Küche. Und dann zur Vorratskammer. Na oh. Und dann zum ehemals Aufzug. Genau. Also das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Ja. Wenn ich überlege, wie viel ich heute schon ausgegeben habe an Münzen und wie viel ich jetzt plötzlich doch wieder habe. Ja, das ist ein guter Deal. Und die Rüstung nehme ich mit. Wenn ich sie dann gleich kriege. Danke. Ist noch ein Leben. Oh, meine Güte. Ich will mir ja weitere Game Overs ersparen. Meinst du, eins hat gereicht? Ja. Ich bin der Meinung, dass ja. Ja, ist in Ordnung. Das muss hier ja nicht Bioshock 1-mäßige Züge annehmen. Es reicht, wenn du das Bioshock-mäßig kannst. Eben. Boah, der Bioshock war super.
Obwohl Tomb Raider 3 ist, Tomb Raider 3 ist schon hart. Ach, Tomb Raider 3. Gab's hier immer irgendwas? Ich weiß, ich lauf wieder alles ab. Lauf's nochmal ab. Sicher ist sicher. Genau. Also hier schon mal nicht. In der Sportarena haben sie auch nichts weiter. Nee. In der Waffenkammer, also Rüstungskammer, haben sie noch Geld. Aber ansonsten... Nee. Bleibt nur noch der Weg nach unten. Und zum Grünen Kreuz. Mhm. Sind die Konkurrenten vom Roten Kreuz. Und mal hier drunter den Weg, da hatte ich das Ganze gefunden. Genau, da hattest du die Schildkrötenschlüsseldingens eingesammelt. Ja. Und das ist der lange Tunnel nach unten. Zum Grünen Kreuz. Aber wir sind hier im Gefängnis. Ich wollte gerade sagen, guter Name für ein Gasthaus zum Grünen Kreuz. Da haben die Frösche gefangen. Ich glaube, mehrere Frösche. Ja, mindestens zwei. Lass mich raus hier! Ich brauche Presse und frische Luft! Diese Schildkröten stinken Mörd! Widerlich! Oh, ich habe ein Froschkopf-Amulett-Teil gefunden. Aha. Wie gut, dass ich hier schon mal hin bin! Ja. Frau wollte schon sein, das kann doch jetzt nicht nur für drei Frösche gewesen sein. Oh la la, Kate. Diese Schildkröten, das sind keine von uns. Ganz schön achte Panzer, was? Ich wollte einen zerauren, aber ich glaube, ich habe mir mehr weh getan als ihn. Also ich bin eine Katze, ausgerüstet mit einem Schwert. Du bist ein Frosch, ausgerüstet mit nix. Ja, aber er hat sein Ski fokussiert. Das Ski war mit ihm. Hallo, Chef. Wie du siehst, bin ich nicht weit gekommen. Den Schildkröten haben mich auf dem Weg nach Froschdorf gefangen. Aber jetzt werde ich es geschickter angehen. Danke, mon ami. Kein Problem, ich rette dich auch ein drittes Mal. Solange du mich dafür bezahlst. Eben. So, dann sind wir hier fertig. Ja. Darfst du die Heizung jetzt wieder runterdrehen? Habe ich schon. Ah, gut. Als du gerade gekämpft hast, du hast es nicht gemerkt. Nein, ich war konzentriert. Sehr gut. Öffnen. Mir ist zwar nicht ganz klar, wofür ich dafür das Schildkröten-Amulett brauche, um den zu drehen. Da... Sonst hast du nicht genug Grip, obwohl da genug solche komischen Verkantungen drin sind, an denen du greifen könntest. Mhm.